Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zum Traders Podcast. Am Freitag, den 23.01.2013, 2013, der war gut, 2015. Wir schauen uns am Tag 1 nach der EZB-Entscheidung mal ein, zwei, drei Märkte an. Fangen wir mit dem Euro an. Der hat es gestern sehr ordentlich auf die Mütze bekommen. Ist unter 1,15 gerutscht, deutlich unter 1,15 notiert. Hier, wo Sie das Bild sehen, noch bei 1,13x, aber aktuell, wo ich drauf schaue, bei 1,1230. Wir sind also nochmal eine Stufe tiefer gerutscht. Der Tag gestern, man sieht es hier an der täglichen Veränderung, war, wenn man mal zurückgeht, über 2% im Minus, wirklich einer der, wenn man so will, schlimmsten Tage. Also hier 2010 hat man in einer Größenordnung, die so ähnlich war, aber auch hier 2011 hat man so im Bereich 2% Kursverlust an einem Tag. Das ist natürlich, wenn man sich das einfach mal in den Kontext setzt, dann schon wirklich eine drastische Bewegung vom Euro. Was beschlossen worden ist, Sie haben es sicherlich aus der Presse entnommen, dass die EZB bis September 2016 1,1 Billionen Euro als sozusagen als Ankaufsprogramm zum Erwerb von Staatsanleihen nutzen wird. Die Reaktion, meine ich, etwas ja, scharf, denn klar ist eins, seit Dezember gibt es eigentlich noch ein Thema, nämlich dieses Ankaufsprogramm für Staatsanleihen von der EZB. Und auch Punkt 2, bereits am Donnerstag ist durchgesickert, Entschuldigung, bereits am Mittwoch ist durchgesickert, dass wir es mit der Größenordnung zu tun haben von über 500 Milliarden. Okay, wir haben jetzt 1,1 Billionen, einfach weil der Zeitraum bis September 2016 gesetzt ist. Aber mich hat es ein bisschen überrascht, dass der Euro so reagiert hat. Ich hätte eigentlich gedacht, naja, weitestgehend ist das alles oder ist viel eingepreist. Und dann doch so einen wirklich verheerenden Tag hinzulegen, hat mich überrascht, muss ich ganz ehrlich sein. Aber nichtsdestotrotz, der Markt schafft die Fakten und wünscht dir was, das gibt es im Fernsehen, aber nicht an der Börse. Wenn man sich jetzt mal anschaut, das langfristige Bild vom Euro, hier haben wir wenn man so will, den Startkurs vom Euro, das war im Jahr 2001 und jetzt sind wir praktisch auf dem ersten Retracement angekommen, auf dem 61. Retracement vom Euro, was denn da liegt bei 1,1180. Also dort ist ein potenzielles Kursziel, 1,1180, aber nicht unbedingt nur das. Wir können auch tiefere Kursziele ermitteln. Wir können sie deshalb ermitteln, weil wir hier oben eine doch sehr, sehr große Formation hatten. Die hatte ich Ihnen schon mal in den Raum gestellt oder avisiert. Dieses große, ja, man kann schon sagen, über Monate sich erstreckende, diese Top-Bildungsphase, Dreieck oder wie man auch immer das nennen mag. Und diese Bewegung, die ist, wenn man die jetzt mal nach unten abträgt, die ist dann wirklich erst zu Ende oder er hat ein Kursziel bei wirklich 0,99, also praktisch bei der Parität. Das ist sicherlich erst nichts, was von heute auf morgen zustande kommt, aber das sollte man zumindest mal nicht ganz aus dem Auge behalten. Wir haben einen unglaublich dynamischen Abwärtstrend im Euro. Man sieht auch hier kurzfristige Indikatoren, dass wir eigentlich seit Monaten es schon nicht mehr geschafft haben, hier nur wirklich nur mal kurzfristig überverkauft zu werden. Ziemlich genau seit Juni letzten Jahres. Und das ist schon eine beeindruckende Schwäche, wenn eine Währung wie der Euro von praktisch ja knapp 1,40 auf jetzt 1,12, also um 28 volle Cent innerhalb von einem guten halben Jahr fällt. Das ist schon ordentlich Schmackes, was dahinter steckt in der Bewegung. Aber wie gesagt, so ist es und so mit dem Bild müssen wir uns einfach anfreunden. Oder wir haben es schon gemacht, aber wir müssen damit dealen. Schauen wir uns mal an, was der DAX gemacht hat. Der DAX hat sich natürlich gefreut über das Ankaufsprogramm von der EZB. Und hier haben wir nicht ein ähnliches Bild wie beim Euro, aber wir haben auch ein Bild, was meines Erachtens vom Prinzip her nicht überraschend ist. Der DAX ist nämlich aus diesem Dreieck. Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen das Dreieck vor ein paar Wochen schon mal vorgestellt und gesagt, naja, höchstwahrscheinlich geht es erst Ende Januar raus. Der DAX hat sich dafür entschieden, ein paar Tage früher schon Fakten zu schaffen. Hat dieses Dreieck nach oben verlassen, auf ein neues Allzeithoch bei 10,5 gestürmt. Auch hier, wie gesagt, ich habe mich jetzt wenig Grund zu sagen, die Bewegung ist jetzt zu Ende. Klar ist immer kurzfristig übergekauft, das sieht man hier. Aber final glaube ich, die Bewegung wird weitergehen, wie ich überhaupt glaube, dass 2015 ein gutes Börsenjahr wird. Also 10,7 wäre das nächste Kursziel und dann nach oben. Dann die natürlich wieder immer eine runde Marke, vielleicht sogar von 11.000. Aber ich glaube,
nicht, dass der DAX ein schlechtes Börsenjahr haben wird. Ganz im Gegenteil, dass wir ein sehr gutes Börsenjahr haben werden. Also auch hier mit dem Trend gehen. Kurzfristig, wie gesagt, wäre so ein kurzer Rücksetzer wünschenswert, aber letztlich ist er nicht unbedingt notwendig. Wir können auch weiter gleich straight in Richtung 10,7 gehen. Und vielleicht noch einmal den Blick auf den Goldmarkt. Und der war meines Erachtens auch interessant in den letzten Tagen mindestens, vielleicht sogar Wochen. Auch hier mal der Blick auf den Chart. Ich hoffe, ich finde den noch. Hier ist er. Hier sieht man, dass der Goldpreis aus dieser Bodenbildungsformation, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation nach oben ausgebrochen ist, 200-Tage-Linie sogar überwunden hat und sich jetzt in einer ganz interessanten Marke nähert, nämlich hier zu einer kurzfristigen, mittelfristigen Abwärtstrendlinie im Bereich 13,22. Dann muss man mal sehen, ob es da dann auch wirklich weitergeht. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wie ich generell skeptisch für den Goldpreis bin, aber letztlich haben wir im Goldpreis diesen Break jetzt geschafft. Und wenn man auch hier nochmal versucht, so ein Kursziel ermitteln, wir haben jetzt hier natürlich die Abwärtstrendlinie. Wenn man sich jetzt mehr aus dieser SKS ein Kursziel ermittelt, dann sieht man, dass hier im Bereich 13,24 plus, das ist diese Projektion, wenn man so will, und diese 13,22, dass das da schon ein ordentlicher Widerstand gibt. Meines Erachtens also spätestens im Bereich 13,20 für den Goldpreis dann erstmal zapfen, wie man so schön sagt. Okay, das war's jetzt erstmal für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Handelstag, einen erfolgreichen Handelstag und wünsche Ihnen natürlich auch ein schönes und erholsames Wochenende. Und wir hören uns und sehen uns am Montag wieder. Bis dann, alles Gute, Happy Trading, Jaiko Seibel. Tschüss.